Ja, ein herzliches Willkommen zum Videokanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um kirchliche Pressearbeit. Und mein Gesprächspartner ist Hans Herrmann. Seit 2013 leitet er die Redaktion Bern der Zeitung Reformiert. Herzlichen Dank, Herr Herrmann, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Können Sie vielleicht sonst noch bitte etwas zu Ihrem Werdegang sagen? Gerne. Ich habe Theologie studiert, habe aber den praktischen Teil nicht gemacht. So ist aus mir kein Pfarrer geworden, sondern Journalist. Weil das etwas war, was mich schon während dem Studium fasziniert hat. Der Journalismus hat einen immer stärkeren Sog entwickelt während dem Studium. Hat mich an sich gebunden. Hat mir auch gesagt, dass ich das professionell machen soll. Das war einfach ein starker innerer Drang, den ich gespürt habe. Ich habe diesem Drang nachgegeben, bin dann in der Tagespresse Journalist geworden. Ich habe das gemacht, lange Zeit. Ich war Redakteur bei der Berner Zeitung. Ich habe dort Lokaljournalismus gemacht und als Lokaljournalist, ist man bekanntlich sehr nah bei den Leuten und ist unmittelbar mit der gelebten Lebenswelt, nicht mit der theoretischen Lebenswelt der Leute verbunden. Und ist auch gegangen, so ein bisschen im Nahkampf natürlich, mit der Tagesaktualität. Das hat auch so etwas leicht Oberflächliches. Und irgendwann habe ich mir gewünscht, dass ich ein bisschen mehr in die Tiefe kann, dass ich in eine journalistische Sparte kann wechseln kann, wo man sich einfach mehr Zeit kann, um die Themen zu bearbeiten. Und das ist mir gerne so durch den Kopf gegangen, wieder zurück zu meinen Wurzeln zu gehen, irgendetwas mit kirchlichem Journalismus zu machen. Eines Tages hat sich die Gelegenheit ergeben. Es ist etwas frei geworden, ich habe mich beworben, bin zu einem sehr grossen Glück zugekommen und mache jetzt das seit 2013. Und was reizt Sie besonders jetzt am kirchlichen Journalismus? Also der kirchliche Journalismus reizt mich insbesondere, weil das Interesse an der Theologie und an der gelebten Kirche bei mir immer wach ist geblieben, auch während meiner Zeit als Tagesjournalismus im säkularen Bereich. Ich habe entsprechend auch so Themen aufgegriffen. Ich hatte natürlich Freiheiten als Lokalredaktor, auch die örtlichen Kirchen aufzusuchen und mit denen Geschichten zu machen. Ich habe gemerkt, dass dort immer eine gewisse Zurückhaltung war. Man hat nicht so recht sich mit Journalismus und mit der Presse einladen. Also tatsächlich, also die Kirchen sagen nicht, ja, jetzt kommt mal jemand, jetzt tut jemand für uns Werbung machen oder unsere Themen weitertragen. Mann und Frau sind eher zurückhaltend. Zum Teil, das habe ich zum Teil so erlebt, das ist heute bereits wieder anders, weil PR und Allgegenwart und so mit dieser neuen Medienwelt, mit dieser digitalen, das ist natürlich ganz ein anderes Thema, aber dann, wo wirklich die Printmedien in so einer Art ein Primat hatten. Also hier ist das Printmedium, das ist schwarz auf weiß und das, was schwarz auf weiß geschrieben steht, das ist irgendwie, das kann man archivieren, das hat eine Art eine Ewigkeitsgültigkeit. Und wenn man sich dort exponiert, dann ist man nachher einfach, dann wird man archiviert und ist nachher konserviert für Jahrhunderte, oder? Und da haben einfach gewisse Leute ein bisschen Hemmungen gehabt. Also Politiker, nein, die haben das wollen, die sind das gewohnt gewesen und in der Kirche ist man so der Meinung gewesen, ja, so Pressepräsenz und so, das deckt sich nicht so ganz mit unserer Vorstellung von Bescheidenheit. Wir suchen das nicht so. Ja. Und da habe ich zum Teil aber tatsächlich so ein bisschen solche Reaktionen bekommen. Aber zum Teil ist man sehr offen auf mich zutreten und ich fand, das ist doch gut, dass sich jemand interessiert für unsere Belange. Und mir hat da sich darauf eingelassen. Zuerst hat man so gedacht, oh, in was für einen Fall lockt die sich der Journalist. Aber er hat sich gezeigt, dass da wirklich ein gegenseitiges Interesse da ist. Und das hat mir einfach gefallen. Ich habe mich wieder irgendwo so ein bisschen in dieser alten Materie wiedergefunden, wo ich mal studiert habe. Und mir ist einfach wieder dorthin gezogen. Ein ganzes persönliches Interesse, das in mir weitergelebt hat. Und Sie strahlen das auch wirklich aus, also das Engagement, das Interesse. Und würden Sie es auch so sehen, wenn die Apostel damals schon im Neuen Testament Druckerpressen gehabt hätten oder Internet, die hätten das auch genutzt, um die Botschaft zu verbreiten? Ja, unbedingt. Ja, da bin ich fest überzeugt. Also wenn man so sieht, was der Paulus alles auf sich hat genommen, für seine Botschaft unter die Leute zu bringen. Also das ist ja sagenhaft. Also das ist ein Abenteuer.
Das lässt sich in der Bibel ja einigermaßen Mutz. Also, wenn man das, also die Station liest, dann habe ich das erlebt, dann bin ich gesteinigt worden, und dann habe ich Schiffbruch erlebt, dann bin ich ins Gefängnis gekommen und. Und dann denke ich, yes, das geht also schon, wenn man ins Gefängnis kommt, ist ja etwas Wahnsinniges. Das ist ja ein totaler Einschnitt in eine Biografie. Man hat das einfach weggesteckt, dann ist noch das gekommen, noch dieses kommt, dann hat einfach knallhart sein Ding durchgezogen, hat seine Mission gemacht, hat seine Botschaft verbreitet. Und hat sein Netz gehabt, sein Beziehungsnetz, am anderen Frauen, die zusammen mit ihr die Botschaft weitergetragen haben und gefestigt haben vor Ort. Also jemand, der so rührig und so aktiv und dynamisch ist, hat selbstverständlich jedes Mittel genutzt, das ihm zu Geboten gestanden wäre. Er war schon Briefeschreiber, seine Briefe, oder? Das ist ganz klar. Das war das Mittel, das er dann quasi im journalistischen Sinn hatte. Wurde auch vervielfältigt, nur mühsam immer abgeschrieben. Ja, ja. Dann haben wir es heute leichter. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also der Paulus war im weitesten Sinne auch ein Journalist, ein Kommentierender. Also er hat seine christlichen Gedanken reflektiert und zu Papier gebracht, im Sinne von, wir Medienleute würden sagen, er hat Essays geschrieben oder Standpunkte geschrieben und hat die nachher unter die Leute gebracht, in schriftlicher Form. Ja. Wie ist das mit den Themen? Kommen die Themen zu Ihnen oder suchen Sie Themen? Wie füllen Sie die Zeitung Reformiert? Das passiert eigentlich so wie im Tagesjournalismus. Mhm. Man hat verschiedene Quellen. Ja. Also eine ganz wichtige Quelle sind andere Zeitungen. Das ist selbstverständlich auch bei einer säkularen Zeitung so, dass man zuerst alle Zeitungen liest, die erreichbar sind und die irgendetwas mit dem zu tun haben. Also zum Beispiel als BZ-Redakteur habe ich zuerst mal den Bund gelesen, ich habe den Blick gelesen. Mhm. Das waren so meine zwei hauptsächlichen Quellen. Dann selbstverständlich die lokalen Zeitungen, also der Amtsanzeiger plus die Wochenzeitungen, die gratis in die Haushaltungen kommen, die zum Teil auch journalistische Inhalte anbieten, die für uns auch von Interesse können sein können, so für eine Tageszeitung. Und dann hat man das triagiert und angeschaut und gesagt, dort möchten wir noch ein bisschen einhaken und etwas auf unsere Art machen. Das Zweite ist Tipps aus der Leserschaft, jemand, der uns einen Leserbrief schreibt und sagt, das Thema müsste ich mal aufgreifen. Ja. Das ist tatsächlich so, dass wir ab und zu das Gefühl haben, das stimmt eigentlich. Das haben wir jetzt schon so manchmal gelesen, jetzt müssen wir es einfach mal machen. Da ist irgendetwas am Brodeln, am Gären, irgendetwas Unterschwelliges, was sich einfach da Bahn bricht plötzlich, so ein Unbehagen, ein Diffuses, dem können wir jetzt mal einen Namen geben, ein Gesicht geben und schauen, was daraus wird, journalistisch. Und weiter sind Veranstaltungen, ganz gewöhnliche Veranstaltungshinweise, die ganz interessant tönen, wo zum Beispiel eine Diskussionsrunde ist zu einem Thema, wo wir einfach sagen, das ist hochspannend, von dem haben wir noch gar nicht etwas gehört, dass es das überhaupt gibt, da müssen wir unbedingt etwas machen. Wir gehen nicht unbedingt an die Veranstaltung her und machen nachher einen Veranstaltungsbericht. Wir tun mit jemandem, der die Veranstaltung bestreitet, zum Beispiel ein Interview führen, im Sinne von einer Vorschau. Ja. Ich denke, ich habe die hauptsächlichen Quellen genannt. Es gibt manchmal schon Leute, die uns anrufen und irgendeine Anliegen loswerden. Ich hatte zum Beispiel mal eine Seniorin, die mir angerufen hat und gesagt, es gäbe 10 Gebote. Sie haben ein Leben lang immer ein 11. Gebot mit sich umgetragen. Liebet eure Kinder. Das ist etwas, was in der Bibel nicht vorkommt, die Kinderliebe, die explizite. Sie wird das mit mir einmal besprechen. Und dann habe ich gefunden, das ist noch ein interessanter Gedanke. Das ist wirklich hochspannend. Ich habe mich mit dieser Frau getroffen, habe eine ganze Lebensgeschichte erzählt bekommen, hochspannende. Und habe daraus nachher ein Porträt machen mit ganz interessanten Gedanken, die sie eben da zu ihrem 11. Gebot hat entwickelt. So spannend. Also Sie machen Recherche, aber Themen kommen auch auf Sie zu. Naja. Und was ich auch interessant fand, auf Ihrer Website, die ich unter das Video auch verlinken werde, ist zum Beispiel ein Punkt Freiwillige. Mhm. Also haben Sie praktisch in allen Regionen freiwillige Mitarbeiter, die darauf dann auch Signale senden und sagen, ah, da wäre etwas oder hier haben wir was gefunden. Läuft das so? Oder was ist unter den Freiwilligen zu verstehen? Also die Freiwilligen, die sind eigentlich nicht angebunden
an die Mantu-Redaktion Bern, weil wir sind ein bisschen ein komplexes Konstrukt. Wir sind eine Zwei-Bund-Zeitung und im ersten Bund unserer Zeitung haben wir 4 Regionalsplits und jeder von diesen Splits wird in einer anderen Redaktion gemacht. Also der Bern-Split wird auf der Redaktion Bern gemacht. Der erste Bund von der Bündner-Ausgabe wird in Chur und Davos gemacht. Zürich hat in Zürich selbstverständlich eine Redaktion. Und der Aargau, der ist zu Bruck daheim, die haben dort eine Redaktion. Und da sind wir angestellt als Profi-Journalisten und wir haben auch die Verpflichtung zur Eigenleistung entsprechend. Also das wird eigentlich alles zusammen auf diesen Redaktionen recherchiert und geschrieben. Die Freiwilligen, das ist auch nicht irgendwie ein Team von freien Mitarbeitenden, wo wir haben, weil das brauchen wir eigentlich praktisch nicht. Freie Journalistinnen und Journalisten, weil wir gut dotiert sind und verpflichtet sind natürlich, die Stellen nicht da entsprechend zu nutzen. Die Freiwilligen, das sind Leute, die in den Gemeindeseitenredaktionen tätig waren, die sind dort angebunden, weil jede Kirchgemeinde hat ihren zweiten Bund. Und in diesem zweiten Zeitungsbund dort sind dann die Sachen, die spezifisch in diesen Kirchgemeinden laufen. Ah ja, so läuft das. Es gibt grosse Kirchgemeinden, die für sich so einen Bund bestreiten, und dann gibt es kleinere Kirchgemeinden, die sich zusammenschliessen zu so einem Verbund, wo nachher gemeinsam den betreffenden Bund bestreiten. Das ist recht komplex, das Ganze. Und die Leute dort, die sind natürlich anders vernetzt und haben dort ihr freies Netz, freie Mitarbeitenden. Also jetzt merke ich, was das für eine riesige und eine komplexe Arbeit ist, die Sie da flächendeckend oder fast flächendeckend bestreiten. Gibt es denn Themen aus der letzten Zeit, wo Sie sagen, die haben mich besonders berührt, die haben mich besonders bewegt oder die bewegen mich auch jetzt zur Zeit? Ja, was mich besonders beschäftigt, ist eigentlich die Erosion vom Kulturgut Christentum. Also für mich ist das nicht ausschließlich eine religiöse Angelegenheit. Ja. Das Christentum, das ist schon eine kulturelle Angelegenheit. Und die kulturelle Fundierung, die man wirklich hatte im 19. Jahrhundert, also jeder Bildungsbürger und jeder Arbeiter und alle, die da in unserer Gesellschaft waren, haben die christlichen Vorstellungen und die christlichen Grundwerte miteinander geteilt. Und das ist auch, wir hatten auch kulturelle Chiffren gehabt, also in Stein gemeißelt und die 10 Gebote und der Moses und der Jesus und der Petrus, Paulus und die ganzen Frauengestalten und Maria, also bei den Reformierten ein bisschen weniger, aber eben, das waren alles so Gestalten, die mit ihrem Wirken und mit ihren Aussagen für etwas gestanden sind, das kulturell wirksam war. Ja. Und heute ist das einfach wirklich nie mehr. Das ist ein rasender Schwund von dem ganzen Hintergrundwissen, von dem christlichen Hintergrundraunen, der immer wie leisiger wird und wie leisiger wird. Und da denke ich, da bricht etwas Wahnsinniges weg. Wirklich, da bricht ein grosses Kulturgut weg, abgesehen davon, dass es eben auch ein religiöser Wert ist. Also eine Religion im Sinne von Anbindung an etwas Größeres, etwas, das uns Ruhe gibt, das uns Zuversicht gibt, etwas, das uns einfach Halt gibt in der immer wie turbulenter werdenden Welt. Das beschäftigt mich schon, dass das wegbricht. Ja. Haben Sie da auch ein besonderes Beispiel, wo Sie sagen, gerade da merke ich es besonders, diese Kulturerosion? Ja, das merke ich zum Beispiel, wenn ich mit Leuten rede, die in der Lehre tätig sind. Da gibt es zum Beispiel Leute, die zum Beispiel Katechetinnen ausbilden, die sagen, die Frauen, die kommen motiviert daher, die wollen mit Kindern arbeiten, die wollen ihnen biblische Inhalte weitergeben. Und wenn ich so schaue, was da vorhanden ist und vorwissen, muss ich sagen, es ist sehr wenig da. Also, es ist erschreckend wenig da. Also, man muss wirklich bei Adam und Eva im wahrsten Sinne vom Wort anfangen und da etwas aufbauen an biblischem Wissen. Ja. Und noch verrückter, junge Leute, die Theologie wollen studieren, das gibt es tatsächlich gerne noch, das ist schön. Aber die gehen einfach biblisch total unbeleckt in ihr Studium. Die müssen sich zum Teil selber organisieren, für so biblisches Grundwissen zu erarbeiten. Das sind so Selbsthilfegruppen, quasi, die da irgendwie entstehen, wo einfach Bibel gepokert wird und Bibel gelesen wird. Was denken Sie, wie könnten wir dagegen steuern in der Gesellschaft? Also kann da die kirchliche Presse etwas tun, die Gemeinden etwas tun, die theologischen Fakultäten oder
die christlichen Parteien, die sich ja teilweise, im Wallis ist es noch so, aber teilweise gar nicht mehr christlich nennen wollen, sondern lieber die Mitte nennen. Ich sage es ganz neutral. Wie können wir gegensteuern? Was denken Sie? Ja, das ist eines von den schwierigsten Themen, weil es gibt einfach Sachen, die sich aus einer Gesellschaft verabschieden. Und es ist sehr schwer, das neu zu beleben. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass sich das christliche Gedanke gut irgendwo in ein Refugium wird verziehen. Ich weiß noch nicht genau, wo das Refugium ist, aber das sind zum Teil sicher freikirchliche Gemeinschaften, zum Teil aber auch landeskirchliche Restbestände. Also ich bin jetzt eben nicht so optimistisch, ich habe das Gefühl, dass irgendwie das Volkskirchenmodell eben auch am Erodieren ist und dass es da mehr so ein bisschen zellenartig wird weitergeben. Aber ich denke, es wird von der Flamme, wie ja schon lange nicht mehr lodert, wird es zu einer nur noch leicht schwelenden Glut halt, sich abtemperieren. Aber die Glut ist noch da. Ich bin voll überzeugt, dass die Glut eines Tages einfach in einer neuen Zeit und unter einem neuen Kontext wieder wird zum Leben erwachen. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir müssen vor allem gelassen sein und zulassen, dass die Entwicklung ist, aber weiterhin einfach zu dem stehen, was wir machen. Ja. An die Öffentlichkeit treten mit unseren Inhalten. Ich bin zum Beispiel auch noch engagiert im Theaterwesen. Und ich habe eigentlich Lust, mal so ein bisschen von meinen säkularen Themen wegzukommen und vielleicht mal ein bisschen mit biblischen Inhalten zu arbeiten. Ja. Das sind so kraftvolle Figuren in diesen Geschichten, dass das absolut Stoff ist für Theater. Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass auf kulturellem Gebiet das eine zu anderen zu machen ist. Also Hollywood hat das auch entdeckt, zum Beispiel der Noah-Film, der vor etwa 4-5 Jahren gelaufen ist. Das war ein interessantes Spektakel und die Leute haben sich tatsächlich dafür interessieren, wer der Noah war. Wenn man die Bibel gelesen ist es zurückgegangen zur Quelle und hat das mal ein bisschen studiert. Und, ein Moses-Film war auch. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie Krieg der Könige oder so, vor etwa 3-4 Jahren. Das war auch ein Riesenspektakel. Und wie das da war mit dem Exodus, und mit dem Pharao, mit dem Moses, und mit dem Aaron, und mit der Miriam und die ganzen Geschichten und mit den Wellen, die sich geteilt haben und so. Das hat sehr viele Leute interessiert, wie das in der Bibel steht. Wir haben das eben über Kultur wieder entdeckt. Darum finde ich, dass die Kulturschaffenden ruhig ich konstatiere da halt viel Beißhemmungen gegenüber Religion und Kirche. Ja. Aber das dürfte sie ablegen und sich dort an dem Stoff bedienen und etwas daraus machen, etwas mit Sprengkraft, etwas mit Drive. Und auch das typisch reformiert, ich denke auch an den Zwingli-Film, also der hat auch viele Menschen bewegt. Also ich habe festgestellt, auch Leute, die nicht so in der Kirche angebunden sind, wollten sich dann näher mit Zwingli beschäftigen. Das war auch so ein wirklicher Anstoß. Das ist natürlich gut gemacht. Das ist ein richtiger Schweizer Film, kann man sagen. Also irgendwo ein Schweizer Historienfilm oder schon fast ein Schweizer Heimatfilm. Ja, wenn ich so an das Zürich denke, das alte Zürich, was so toll dargestellt worden ist, schon die Kulisse und dann eben Zwinglis Gestalt und auch seine Frau Anna. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Ja. Gut gemacht. Es hat einen Kritiker gegeben, der gefunden hat, ihm sei das alte Zürich ein bisschen steril gewesen. Also so eine Renaissance-Stadt, die sei voll Graffiti gewesen, die sei bunt gewesen, lärmig gewesen, also fast ein bisschen karnevaleske irgendwie. Und so das haben ihm gefällt, das sei so eine sterile, schon bereits auf Reformation trimmte, nüchterne Stadt gewesen, die ihm da entgegengeschaut haben. Ja. Ihre Gedanken führen mich auch zur nächsten Frage. Wo sehen Sie jetzt die besonderen Herausforderungen für die kirchliche Pressearbeit? Ich sehe eine ganz grosse Herausforderung da drin, dass man Kirche übersetzt in den Alltag. Also Kirche, das ist traditionell eine Institution, die ein Stück Autorität verkörpert hat, in der Zeit, in der man durchaus mit Autorität gelebt hat. Das hat man als etwas Positives geschaut, das hat so Leader gestaltet in der Politik. Da war der Bundesrat, der ganz hoch oben war, der in Würde auftreten ist, wo eben auch strukturell ein ganz wichtiger Teil war vom eidgenössischen Bewusstsein. Das waren die Landesväter. Und das ist nachher so abgegangen durch die ganze Kantonal- und Kommunalpolitik, bis nachher in die Familie, wo der Pater Familie so irgendwo die Rolle hat, eingenommen. Und in den Dörfern hat es auch die Respektpersonen gegeben, der Arzt und die Lehrpersonen und selbstverständlich der Pfarrer.
Und da ist man in die Kirche gegangen, man ist in die Unterweisung gegangen, man hat die Inhalte gelernt. Das ist vielen Leuten wahrscheinlich schon dann noch ein bisschen schwer gefallen, weil es gibt die kirchliche Sprache, es gibt die theologischen Inhalte, die irgendwie schwerer irgendwie in Einklang zu bringen sind mit unserem wissenschaftlichen Weltbild. Man hat das in dieser Zeit einfach so hingenommen, dass es so ein bisschen wie die zwei Welten gibt. Da ist die Arbeitswelt, die Wissenschaft oder das Handwerk, das ich mache. Und da ist die Kirche, die hat ihre Bedeutung, ihren Platz im Leben. Das ist das, was da meine seelische Stärke aufrichtet, was mein Seelenheil pflegt. Das hat man so einfach entgegengenommen und hat einfach auch akzeptiert, dass es halt die kirchliche Sprache gibt und die Liturgie gibt, auch die Schwere und Würde von diesem Gottesdienst, vielleicht auch die Nüchternheit. Und heute ist das eben nicht mehr so. Da ist ein grosses Fragezeichen, ein grosses Unverständnis gegenüber der kirchlichen Sprache. Wie reden die? Was singen die da? Was sind das für Texte? Gnade? Was ist das für ein abstrakter Begriff? Das hat also etwas paternalistisches, irgendwie Gnade, jemand ist gnädig, ein gnädiger Gott. Das sind so Vorstellungen, die absolut fremd wirken. Und das muss man übersetzen, das muss man mit Geschichten, das muss man ins Leben hineinnehmen. Kirche muss man ins Leben hineinnehmen, ins Leben übersetzen, das ist die Hauptaufgabe. Und da kann die kirchliche Pressearbeit dabei helfen auch? Ja, da kann die kirchliche Pressearbeit helfen, weil man greift Geschichten auf von Leuten, die im kirchlichen Geist eben tätig sind, die das übersetzen in ihren Alltag und ihres Wirken. Ja. Und man muss eben, also Pressearbeit heisst doch, das ist auch Spracharbeit, oder? Wie sagen ich es, wie schreiben ich es, in einfachen Worten, komplexen theologischen Zusammenhang zum Beispiel überbringen. Oder auch erklären, warum das sich jemand vom diakonischen Geist treiben lässt, was genau dahinter steckt. Oder? Das sind alles Sachen, die eben wirklich Journalisten sehr gut können, weil das eher ein Beruf ist, etwas Komplexes so einzudampfen, dass man es begreift und dass es gängig noch stimmt. Und da können Theologen und Pfarrer, Pfarrerinnen, Gemeinden lernen, denn zum Beispiel komplexe, riesige, lange Themen, Sie haben auch gesagt, eine schwer verständliche Sprache, ja, vom Journalismus lernen, Predigtthemen, zu Beginn vom Gottesdienst spannend ansagen, sodass man es versteht, zum Beispiel. Oder auch Predigten unter Themen machen, wo auch eingängig sind, die neugierig machen, was ja ein guter Journalist ja auch macht. Also kurze Überschriften, spannende Themen, Sachen, die Leute sagen, ach, das möchte ich jetzt näher wissen. Ja, genau, da können wir uns gegenseitig ganz stark bereichern. Ja, genau, die sprechen jetzt handwerklich an, einfach der rein handwerklich. Also wie setzt er in einen Titel, dass er nicht alles verratet, aber dass er stimmt, dass er nicht zu viel verspricht, dass er auch nicht zu wenig verspricht, dass er das Thema gut verkauft. Wie mache ich ein Lied? Also wie tue ich das Thema anmoderieren, wenn es jetzt mündlich ist? Das sind auch so die handwerklichen Sachen, die wir im Journalismus natürlich gerne dran sind und auch immer wieder Neues lernen. Gerade jetzt mit dem Online-Journalismus, wo man noch einmal etwas anderes anteasert, im klassischen Print-Journalismus zum Beispiel. Oder? Ja. Und jetzt meine letzte Frage, jetzt speziell zu Reformiert, Ihrer Zeitung. Ich bin mit Ihnen durch die Redaktionsräume gegangen hier in Bern. Also ich bin beeindruckt, wie das aufgegleist ist, also wie aktiv Sie da sind und was alles getan wird. Wie sehen Sie die Zukunft jetzt der Zeitung Reformiert? Wie stellen Sie sich die Zeitung vor in 10, 20 oder 30 Jahren? Was wird da sein? Das ist ganz eine interessante Frage, weil wir eigentlich mit in diesem Prozess stecken. Also wir wissen, dass wir ein sehr gutes Stammpublikum haben, das immer noch am Printprodukt hängt. Ja. Das ist immer noch unser Kernprodukt und da hängen wir selber auch dran. Wir sind so ein bisschen oldschool vielleicht zum Teil, was den Journalismus anbelangt. Das ist das gedruckte Wort. Das hat natürlich einen unmittelbaren Zusammenhang zur Theologie, zur Bibel. Und das ist uns irgendwo halt einfach auch emotional ein bisschen lieb. Also das ist sicher ein Produkt, das wir weiterhin, solange als das gewünscht wird vom Publikum, mit Liebe pflegen und auch schwergewichtig pflegen. Wir wissen aber auch, dass die Mediennutzung im Wandel ist. Es wächst eine Generation nach, die sich die Informationen anders holt. Leider zum Teil eben nicht mehr so gebunden als Ohrmedium. Das geht zum Teil über Links und über die unterschiedlichsten Social Media Kanäle. Oder? Da liest man etwas und nimmt gar nicht mehr so recht wahr, wo das der Artikel ist rauskopiert worden. Oder? Das ist einfach etwas, was mir ein Freund weitergeleitet hat. Das interessiert mich, das ist noch gut, aber er interessiert mich eigentlich nicht mehr, von wo das ist. Ja. Also da besteht natürlich Gefahr, dass die Bindung so an eine Marke verloren geht. Dessen sind wir uns bewusst, also wir müssen sicher die elektronischen Kanäle bespielen.
Wir haben seit ein paar Jahren eine gut funktionierende News-Redaktion. Mhm. Also wir sorgen dafür, dass jeden Tag etwas Neues auf unserem Portal ist. In Kooperation mit dem interkantonalen Kirchenbote übrigens. Das ist sicher etwas, was noch wichtiger wird sein, den ganzen Online-Kanal zu bespielen. Wir haben eine App entwickelt, die jetzt noch nicht so stark ist beworben worden. Das kommt dann noch in den nächsten Schritt. Und Facebook-Account haben wir auch. Der wird von Zürich bewirtschaftet, von der Redaktion Zürich. Dort ist eine Kollegin angestellt, die schwergewichtig das macht. Mhm. So sind wir präsent in den elektronischen Medien und ich bin sicher, dass sich das nach und nach noch mehr in die Kanäle wird verlagern, unser redaktionelles Geschehen. Und dass die gedruckte Zeitung eben vielleicht in 20 Jahren, der hat diesen Zeithorizont angesprochen, tatsächlich nur noch eine Nebenrolle wird spielen, wenn ja. überhaupt noch. Also es könnte sein, dass wir irgendeine Online-Publikation sind, das ist nicht auszuschliessen. Also so wie die Entwicklung im Moment läuft, würde ich sagen, ja, in 20 Jahren, wenn wirklich die nachwachsende Leserinnen- und Lesergeneration stark präsent ist, könnte es sein, dass man uns einfach auf dem E-Reader liest. Ja. Ich bin überzeugt, dass qualitätvoller Journalismus, wie Sie ihn eben machen, hier in der Redaktion, wird auf jeden Fall bleiben und sich durchsetzen, sei es jetzt in Print oder jetzt digital. Sehen Sie das auch so, dass doch neben allem Boulevardjournalismus es wichtig ist, dass Menschen Vertrauen haben, da ist wirklich gut recherchierte Zeitung, so wie jetzt bei Ihnen. Haben Sie auch den Eindruck, dass das doch bleiben wird? Also das Bedürfnis nach verlässlicher Information, das kommt wieder. Ja. Das ist eine Zeit lang eigentlich ein bisschen verschwunden gegangen, weil man hat gesehen, dass man sehr schnell Nachrichten austauschen kann, dass man Nachrichten unter Gleichgesinnten austauschen kann, dass man sich gegenseitig bestätigen kann in seiner Weltsicht mit den Nachrichten, die genau diese Weltsicht untermauern. Und man hat irgendwie gefunden, die Zeitung, die ich habe, die ist doch ein bisschen vielstimmig. Dort lese ich immer wieder Dinge, die ich mich aufregen muss. Also ich gehe viel lieber ins Internet, weil ich dort noch Dinge bekomme, die mich eigentlich aufrichten, die mich aufstellen, die mich bestätigen. Ja. Oder? Und das ist unter Umständen mit ein Grund, also das ist nicht der einzige Grund, aber das kann mit ein Grund sein, warum das, die Printzeitungen so stark erodieren. Ich kenne gerne mehr Leute, die ich nie gedacht hätte, dass die ihre Tageszeitung abgestellt haben. Einfach ihre Tageszeitung abgestellt haben und sagen, ja, wenn ich mehr Kundig machen will, was so läuft, mir reicht eigentlich das Internet und da bekommst du überall ein bisschen Nachrichten und so. Es wird dann sehr diffus. Also wo holen sie sich die Nachrichten? Ja. Einfach überall ein bisschen. Oder? Ja. Und das überall ein bisschen, das führt nachher so zu einer Verunsicherung, dass man zuletzt gar nicht mehr so recht weiss, ob man jetzt glauben soll oder nicht. Gerade jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel, wo es um die Impfung geht. Oder also, es gibt auch so Schreckensmeldungen von irgendwelchen Autoimmunerkrankungen, die da kommen und wo man zu wenig beachtet hat. Und das wird zum Teil so recht wissenschaftlich untermauert und als Laie kommt man da nicht nachher, was man davon soll halten. Dann gibt es ein Portal, das ihn beruhigen und sagen, da müsst ihr keine Angst haben, das hat man natürlich schon bedacht. Und der und der und der Mechanismus im Körper wird eben gerade verhindern, dass es zu diesen Autoimmunerkrankungen kommt. Aber jetzt wieder solche, die sagen, die streuen euch nur Sand in die Augen, was die sagen, stimmt nicht, das ist Beruhigungstaktik und so weiter und so fort. Und jetzt hat man, glaube ich, wirklich gemerkt, es braucht irgendwie ein Medium, wo ich das Grundvertrauen habe. Ja. Einfach ein Medium, wo ich emotional daran gebunden habe. Wo regelmässig die gleichen Leute schreiben, Leute, die merken, dass die gut recherchieren, dass sie seriös recherchieren. Und das gibt dann doch irgendwo so eine Art Orientierung im Leben. Ja. Ich glaube, das überkommt wieder Wert. Gerade jetzt durch die Krise, die wir erlebt haben, wo wir noch immer drinnen sind. Und einfach auch durch das allgemeine mediale Getöse, das halt einfach so ein Internet-Chaos veranstaltet. Und kleine Dauerbereiselung, die dann so zu einer Dauererregung führt. Und ich glaube, viele Leute kommen langsam ab und merken, tue dich wieder orientieren, tue dich wieder an guten, verlässlichen News orientieren. Und da können wir mit unserem Modell sicher, je länger, je mehr wieder punkten. Ja. Also was Sie zum Schluss gesagt haben, Herr Mann, das stimmt mich jetzt selbst hoffnungsvoll und ist auch ein guter Schlusspunkt. Ich sage merci vielmal für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Engagement, Einsatz für qualitätvollen und verlässlichen Journalismus im Bereich der Kirche. Merci vielmals. Dankeschön. Merci.